So. Und ein Upgrade für die Schrotflinte müssen wir jetzt also noch machen. Wir haben keine Infusion gefunden. Eine Schweinerei, wie ich finde. Wir brauchen eine verdammte Infusion. Infusion. Leider ist hier keine. Na gut. Machen wir mal den Waffenautomaten oben offen. Füße, habe ich mir gedacht. Nein. Hallo, da ist schon wieder so ein Alter. Tanz mit dem Mann. Fuck ihn auf das Bein. Ein reiches Mädchen. Na, kommt her. So. Alter. Au. Hilfe. Wo ist der alte Sack? Wow. So. Ist immun gegen Teufelsputz. Aber sicherlich nicht gegen Schrotflintenschüsse. Oh, sogar ein Lockpick. Geil. Und Gesundheit war vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. So. Hier ist etwas Geld. Alter. Dreh dich nicht mal so schlagartig um, Junge. So, Pistole haben wir ja. Wir bräuchten mal unbedingt Muni für die Schrotflinte. Wir haben so wenig Muni dafür, das ist unglaublich. Da ist noch hier. Durchsuchen wir natürlich immer alles. Hier haben wir sonst nichts mehr. Aha, aha. Nochmal eine schöne Figur. Schöne Statuette hier. So. Dodo. Haben wir hier noch etwas? Nö. Wir durchsuchen natürlich wie eh und je immer alles. Jeden Winkel hier. Damit wir alles mitnehmen können. Vorne ist noch ein Armory. Der gute Armory ist da drüben noch. Oh, hier geht's wahrscheinlich nach oben, würde ich mal sagen. Sieht sehr danach aus. Ja, da geht's auf jeden Fall nach oben. Gibt keinen anderen Weg. So, gibt's hier nochmal was für die Schrotflinte, Kollege? Nein. Okay. Ja, was machen wir denn dann? Dann würde ich sagen, sparen wir uns das Geld erstmal. Sicher ist sicher. Oh, hier sind noch Silver Eagles. Diesmal haben wir gleich noch mehr Geld. Du bist direkt fürs Sparen belohnt. Super, oder? So. Eure Häuser gehören uns. Wow. Euer Leben gehört uns. Eure Frauen gehören uns. Alles gehört uns. Ach, guck mal, siehst du? Kannst du fast in einem Zug. Alter, das ist ja fast wie ein Maschinengewehr, das Ding. Das ist ja brutal. Tesla-Transformator, was auch immer das wieder macht. Da hinten gibt's Deckung. Was gibt's hier? Medicine Kit. Tesla. Transformator. Da hinten sehe ich nicht, was kommt. Los. Weiter. Gatling Gun. Digga, los! Hier! Na los, nimm! So, wo sind sie? So, lalala. Ah, wo bist du? Oh, kurz nachladen. Oh, Alter. Alter, das wollte ich überhaupt nicht. So, das hier will ich. Alter, du Drecksack. Jetzt hör auf. Nimm. Ah, nimm. Hör auf zu schießen. Was ist da vorne? Was ist da vorne für ein Riss? Ich will wissen, Alter. So, den haben wir mit Feuer, das dürfte reichen. Salvengeschütz. Ach, weißt du was? So. Wer?
So. Oh. Ich liebe diese Fähigkeit, die ist so geil. So. Erledigt. Alter. Okay. Irgendwo haben wir noch jemanden. Booker, Fireman! Wo? Los. Kommt! Mach erstmal einen Tesla-Transformator. Ach, super, super, super. Der haut uns natürlich gleich mal seinen Scheiß hier rein. Ja, der da. Kurz eine Decke. So. Ach, ja. So. Aua, 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 aua. Alter, was soll denn das? Wir sammeln erstmal. Alter. Nur Asche wird von mir bleiben. Wo ist der Drecksack? So. Alter. Was war denn das bitte für ein Kampf? Jetzt, die haben es uns aber mal richtig gezeigt, wie was hier abgeht. Aber hallo, du. Holla die Waldfee. Meine Güte. So, jetzt haben wir endlich mal Ruhe. Können hier endlich durchsuchen, was wir wollen. So, da ist noch ein Tesla-Transformerchen. Da gibt es noch eine Deckung. Mit Doppel-D natürlich. Deckung. Doppel-G. Die gute alte Deckung. Wir durchsuchen erstmal alle Mülltonnen in aller Ruhe. Da vorne ist noch ein Räumchen, wo wir rein können. Vielleicht finden wir ja eine super tolle... Ein super tolles Maschinengewehr, das wäre klasse. Aber scheint... Oh, ein Tresor ist auch gut. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Ja, tut mir leid, dass wir hier keinen ausreichenden Tresor für dich finden. Aber hier ist ein Voxophönchen. Das Lutessfeld umgab mein Quantenteilchen mit Lichtwellen, was gesicherte Messungen erlaubte. Kommt dir das bekannt vor, Bruder? Das kommt daher, weil du dasselbe Teilchen gemessen hast. Von einer Nachbarwelt aus. Wir benutzten das Universum als Telegraph. Das An- und Abschalten des Feldes wurde zu Punkten und Strichen. Es ging furchtbar langsam, aber nun konnten wir beide uns durch die Wand etwas zuflüstern. Ach du Scheiße, wie geil ist das denn? Die Alten sind schon Genies. Also wenn das in echt alles so problemlos gehen würde, das wäre geil. Hier ist noch ein Karabiner. Nehmen wir erstmal so lange den Karabiner. Ich wollte einfach nur nicht die Schrotflinte jetzt die ganze Zeit haben. Ich will endlich ein Maschinengewehr wieder haben. Verdammt, und jetzt finden wir natürlich keins, jetzt wo wir eins haben wollen. Ist ja mal wieder typisch. Haben wir irgendwo einen Haken? Hier ist noch eine Truhe. Leider kommen wir hier nicht hoch, schade. Doch, da ist ein Haken. Na, wo ist denn der Haken an der Sache? Hier ist er. Ich komme zurecht. Ja, ja, davon gehe ich aus. Können da drauf springen. Ich weiß aber nicht, ob es uns was bringt. Ein Repetierer ist hier. Alter, und die Alte ist auf einmal hier oben. Wie macht die das? Lass mal einer sagen. Da müssen wir mal hin. Jetzt haben wir hier eine Burst Gun. Oh, ein Lockpick und ein Portemonnaie. Ah, Burst Gun ist eher Quatsch. Dankeschön. Gut so. Gut so, sagt er. Mensch, kannst ja auch mal ein bisschen freundlicher benennen, Kollege. Da vorne ist noch ein Räumchen. Den gehen wir natürlich auch nochmal schnell ab. So, haben wir hier. Hier haben wir. Zack, Schrank durchsucht. Und der nächste. Und der nächste. Ist auf jeden Fall immer genug zu durchsuchen. Das ist echt super. So, hier haben wir nochmal. Einen Schreibtisch. Das Alze haben wir voll. Hier ist noch was. Sieht man überhaupt nicht, wenn man nicht direkt daran vorbeigeht. Echt krass. So, so dunkel, dass man hier einfach nichts bemerkt. So, haben wir hier da wieder eine interessante Nachricht. Nee, aber ein Lockpick und eine Geldbörse. Das ist natürlich klasse. So, hier lang. Ich glaube, hier unten war noch ein Armory. Dann könnten wir uns wenigstens für die Knarre, die wir jetzt haben, für den Karabiner ein paar Upgrades holen. Besser als das Geld hier verkommen zu lassen.
So, Karabinerschaden. Und das nächste direkt für Karabiner. Haben wir nichts mehr für Karabiner? Doch, hier. Schadensbus 2. Zack. Also der Karabiner hat erstmal ein bisschen. Huch, wollte ich gar nicht. So, Errungenschaft freigeschaltet, großzügig. Wahrscheinlich ordentlich Geld ausgeben. Könnte ich mir vorstellen. Das ist eine Truhe, die wir nicht durchsucht haben. Hier auch. Und hier auch. Jetzt natürlich überall Munition für Schrotflinte, war ja klar. Ja, soll mir mal recht sein. Alter, überall Lockpicks, das ist super. Was, haben wir jetzt irgendwas, dass die Gegner Lockpicks fallen lassen? Ich glaube nicht, oder? Aber egal, ich finde es auf jeden Fall klasse. Lockpicks kann man immer gebrauchen. Deckung, Frachthaken. Nehmen wir uns mal gleich die Deckung. Das ist was und für mach dich. Mal hier auf. Mal sehen, was ich tun kann. Geschafft. Gaunerhaft. 28 von 30. Das heißt, viel wird da nicht mehr kommen. Ich krieg die Stiefel. Ich krieg die Kleine. Da sind das Scharfschützen? Alter, das sind Scharfschützen. Ich hoffe, ich komme da hoch. Dauert noch ein wenig. Alter. Eine Knarre. Los, mach. Hier. Super, Achtung. Danke, danke, danke. Aua. Du bist ein Schwein. So, Drecksack. Na, komm her. So, sehr schön. Den haben wir. Alter, der hat uns aber... Boah, der hat uns richtig gegeben diese mit seinem... Diese Drehgitter sind Einbahnstraßen. Ding. Wollen wir den Buchladen durchsuchen, bevor wir gehen? Aber selbstverständlich. Wir durchsuchen sogar vorher noch mal einmal hier, was hier oben ist. Bevor wir irgendwo hingehen. Hier ist nämlich auch noch mal ein bisschen was zu mitnehmen. Was war denn das für ein Präzisionsgewehrschuss, Alter? Der ist sogar selber, hatte so einen harten Rückschluss, der Typ, dass er einfach nach hinten geflogen ist. Ich meine, das ist schon ordentlich. So, hier können wir gar nichts kaufen, wie es aussieht. Also nichts für die Sachen, die wir momentan benutzen. Doch, hier, Magazin vom Karabiner. Sonst noch was für... Hier, weniger Rückstoß, das ist auch super. Ach, wir haben nur noch einen Dollar. Mensch. Einen ganzen Dollar haben wir noch. Super, so, Ich warte hier unten. Booker, hier. Danke. Jetzt sehen wir ja genau, wie viel es uns gibt. Ach, 9 Dollar. Ist ja auch nett. So. Veni, vidi, vidor. Vielleicht hätten wir uns mal ein bisschen sparen sollen, weil hier, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Für die Ladung der Sachen zu kaufen, weil, Alter, die Ladung ist klasse. So, zack, haben wir schon wieder Geld. Hier können wir mal wieder öffnen. Dann suchen wir mal in Ruhe den kleinen Laden hier. Zack, offen. Fertig. Super. Der Founders Book. So. Ja, ja, so kann man schon. Oh, Ausrüstung. Neue Stiefel. Tod von oben erhöht an Skylines den Schaden von Waffen um 30%. Na, gar nicht mal so schlecht eigentlich, aber ich lasse erstmal alles, was wir ja soweit haben. Was? Ach, Munition, Pistole, super. Nehme ich immer gerne. Sonst noch was? Registrierkasse, leider leer. Ne, rauchen tun wir jetzt hier wieder nicht. Ist ja wohl klar. So, hier ich nochmal den Karabiner raus. Oh. Oh, Lutess. Bruderherz, was Comstock nicht verstand ist, dass unsere Vorrichtung ein Fenster ist. Nicht zur Prophetie, sondern zur Wahrscheinlichkeit. Aber durch sein Geld konnte das Lutessfeld zum Lutessriss werden. Zu einem Fenster zwischen zwei Welten. Einem Fenster, das uns beiden ermöglichen könnte, endlich zusammen zu sein. Euch endlich zusammen zu sein? Aber seid doch immer zusammen. Ich habe da eine Vermutung, aber da sage ich mal noch nichts. Sally, der Bastard hat sich reingeschlichen, als die Box den Laden auseinandernahm und hat meine Kleine entführt. Er hat sie in der Salty Oyster eingesperrt, seiner versteckten Kammer, wo er all seine Schätze aufbewahrt. Und braucht nur den Knopf unter der Kasse zu drücken, um sie zu öffnen. Aber... Okay, wir müssen irgendeine Bar durchsuchen. Ich weiß aber nicht, welche das sein soll. Schmerz
Ach, salzige irgendwas. Ah. Die salzige Dings. Ich erinnere mich, natürlich. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, so salzige irgendwas. Nehme ich. Dankeschön. Natürlich wissen wir, wo diese salzige, komische Bar ist. Wissen wir sowas von. Da waren wir nämlich schon drin und haben uns gefragt, warum wir denn nichts Tolles gefunden haben.